Rose fröhlich, echter Patientenfall, Stress, Essen, Gewichtszunahme. Ich bin die Rose fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ihr Lieben, ihr wisst ja, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also zum Patientenfall zurück. Es ging um eine Patientin, die in die Beratung gekommen ist, beruflich sehr stark eingespannt war. Und erzählte, dass sie tatsächlich im Alltag nicht so richtig dazu kommt, essen zu können in den 8 Stunden plus Überstunden. Manchmal war die 8, 9, 10 Stunden tatsächlich beruflich unterwegs. Und Frühstücksgeschehen, sagte sie, das geht ganz gut zu Hause. Aber häufig ist es so, dass sie tags überhaupt gar nicht zum Essen kommt und am Abend sozusagen dann noch diesen Effekt hatte, wenn sie zu Hause ist, Abendbrot oder warme Mahlzeit am Abend und häufig dann auf dem Sofa das Gefühl hatte, oh, hier fehlt noch was und dann Süßigkeiten gegessen hat. Oder manchmal auch im Hotelzimmer, da die sehr viel auch gereist ist. Was macht man? Also eine hohe Stressbelastung, egal woher sie kommt, die ist ja häufig nicht durch uns selber bedingt, sondern durch die Umstände um uns rum. Die führt immer dazu, dass der Körper über die Nebenniere, also es gibt die Niere, die hat ein kleines Hütchen oben drauf und das ist die sogenannte Nebenniere, die produziert Stresshormone, Adrenalin und Cortisol. Und diese Stresshormone führen tatsächlich dazu, dass der Blutzucker ansteigt, also dass der Zucker hochgeht. Das heißt, diese Produktion ist am Ende dafür gedacht, dass wir unter starken Stressbelastungen weglaufen können, also kurzfristige Energie kriegen und wir sozusagen diese nutzen können. Ich sage immer, wenn es brennt, damit wir weglaufen können. Häufig ist es so, dass bei Stressbelastung gerade arbeitstechnisch wir ja nicht weglaufen können. Funktioniert ja nicht wirklich. Also bleiben diese Zuckerspiegel hoch und wenn ich dann sehr lange Stress habe und nicht zum Essen komme, dann ist es so, dass noch das Essen, wenn dann irgendwann gegessen wird, wird ja meistens, zum Beispiel, so hatte die Patientin auch erzählt, am Abend die doppelte Menge gegessen. Da reicht nicht ein Teller voll Nudeln, sondern sie sagt, da kommt noch ein bisschen was hinterher und noch ein Nachtisch und dann später vom Fernseher oder PC oder wo auch immer wir unterwegs sind, in Ruhe sozusagen dann auch noch Süßigkeiten. Oder sie sagte manchmal Chips, je nachdem, was jetzt sozusagen, worauf sie Appetit hat. Und der Hintergrund ist, wenn ich am Abend esse, hole ich nach, was ich vorher in der Stressphase eventuell nicht essen konnte oder einfach zeitlich nicht mochte oder nicht dran gedacht habe oder einfach die Prioritäten woanders gesetzt habe in dem Moment. Und dann habe ich diese höheren Kohlenhydratmengen häufig, weil das Gehirn nachholt. Wir auch Appetit haben, weil das Gehirn sagt, oh, wer weiß, was die morgen wieder macht. Die sieht auch diese lange Phase, die nicht gegessen wird, als eine Diätphase. Und das kann dann dazu führen, dass eine lange Nüchternphase Adrenalin, Cortisol, Zucker anheben lässt. Und dann kommt das Essen obendrauf. Das heißt, die Kohlenhydrate am Abend führen auch dazu, dass der Zucker hochgeht. Und beides zusammen kann dann Stabilität des Gewichtes oder wenn das über einen sehr langen Zeitraum geht oder manchmal ja auch über Jahrzehnte in den Berufsbereichen, dann kann das tatsächlich sein, dass eben das Körperfett dadurch ansteigt. Also natürlich kann nicht jeder immer den Arbeitsplatz wechseln, aber manchmal muss man tatsächlich gucken, ist das, was ich noch tue, für mich richtig? Von daher muss man bei den Stressbelastungen immer gucken, was gehört zu mir. Das ist ja nicht nur Arbeit, sondern es kann zwischenmenschlich sein, in den Familienstrukturen sein. Es gibt ja vielfältige Gründe. Mir fällt immer ein, ich stand mal jahrzehntelang immer wieder im Stau und habe dann immer gesagt, Leute, so geht das nicht, gefällt mir nicht, muss ich was anderes machen. Habe also tatsächlich dann auch Strukturen geändert. In diesem Falle waren es dann die Berufsstrukturen. Wenn es zwischenmenschlich ist, muss man manchmal eben auch immer überlegen, ob das, was ich gerade tue, noch richtig ist und ob die Option sozusagen für eine Veränderung da ist. Und häufig ist es so, gehen die Stressbelastungen raus, aus welchen Gründen auch immer, also verändern die sich zum Positiven hin, dann können die Leute auch wieder besser Gewicht abnehmen. Ist ja klar, Adrenalin, Cortisol, Stresshormone gehen runter. Also ihr Lieben, guckt ein bisschen auf Stress, wenn es darum geht, dass ihr sozusagen da Lebenssituationen habt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da so ein bisschen was für euch vielleicht Step by Step überlegt und schaut, was, manchmal kann man nicht gleich alles ändern, aber was vielleicht für euch möglich ist. Ganz lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Schaut einfach nochmal auf den Kanälen so ein bisschen, vielleicht gibt es da noch was anderes, was euch interessiert. Ich danke euch für euren Support. Fragen, irgendwelche Ideen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Info. Habt einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.